MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount und ich habe ja schon mal so ein kleines Teambuilding angekündigt und das wollen wir dann heute auch in Angriff nehmen. Ich denke mal, wir machen so anderthalb Teams. Das kennt ihr ja von mir, bei mir gibt es ja manchmal auch einfach mal keine kompletten. Und ich glaube, das eine Team wird einige erfreuen, weil es ist immer mal wieder die Nachfrage nach dem guten alten First Team. Das heißt jetzt nicht das 4-4-1-1 mit Ibra, Kuhn, Touré, Fernandinho, sondern nach dem alten, sozusagen von der PS3 noch, das im 4-3-3-3. Wir werden sowas in die Richtung machen, allerdings nicht komplett. Ich würde mal sagen, so 66% machen wir von dem Team. Aber ich glaube, dieses Team wird euch auch ziemlich zusagen. Und ja, deswegen denke ich mal, das ist schon ganz in Ordnung. Jetzt ziehen wir hier nochmal ein Päckchen und danach beginnen wir dann auch. Ich glaube, wir müssen gar nicht so sonderlich viel für dieses eine Team kaufen. Ein bisschen was schon, aber nicht so viel. Das, was wir kaufen müssen, ist, glaube ich, leider relativ teuer. Aber naja, muss dann halt auch mal sein. Da können wir wenigstens mal die Jungs auch noch testen. Die wollte ich sowieso noch spielen. Aber das seht ihr jetzt gleich, wenn hier das mal ein bisschen schneller vorangeht. Und dann bin ich mal gespannt. Ich muss ja sagen, mit der 4-3-3 kam ich auf PS4 einfach nicht mehr klar. Ich weiß nicht warum, aber es wollte nicht mehr so ganz funktionieren, muss ich sagen. Und jetzt will ich mal hoffen, dass es dann vielleicht doch wieder klar geht. Naja, das werden wir dann sehen. Ich überlege gerade, ich guck mal ganz kurz hier was. Hier könnte ich nämlich, glaube ich, ja, ich könnte prinzipiell auch noch eine Änderung machen. Dann gibt es eine schwarze Karte mehr. Aber ich glaube, ich werde es nicht machen. Weil dann ist es nicht so, wie es gedacht war. Jetzt gehen wir mal hier auf die aktive Mannschaft. Das wäre aktuell diese hier. Ja, ich meine, ist alles ganz okay, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich müsste damit mehr Spiele machen, um das jetzt zu sagen. Ich glaube eher, es lag an meinem schlechten Spiel. Aber so ganz super nach vorne läuft das, glaube ich, mit dem Team auch nicht. So, das hier können wir mal kurz löschen. Das brauchen wir aktuell nicht. Das machen wir dann nochmal neu. So, neue Mannschaft erstellen. Und dann nehmen wir das Team natürlich, wie es sich gehört. So. Da hätten wir es. Das gute alte erste Team von uns. So, dann machen wir jetzt mal Team selbst bauen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Weil, wie gesagt, ein paar Leute haben wir ja. 4-3-3-3 ist die Formation, die wir anpeilen. So. Und dann wird im Tor, ah, ich denke mal, nee, wenn schon, müssen wir es auch richtig machen. Im Tor wird dann ein Keeper stehen, den wir schon haben, aber den wir jetzt informmäßig kaufen. Das ist nämlich der Joe Hart. Ich bin mal gespannt, was der kostet. Weil ich meine, jetzt gibt es ja ein De Gea, ein Czech Team of the Season. Da dürfte der Joe eigentlich gar nicht mehr so viel kosten. Ich will es mal hoffen. Mal gucken. So, Joe, dann gehen wir mal hier so um die 10k. Ich bin ja auch mal gespannt, wie sich das dann spielen wird. Weil es sind 8 Informs bzw. Team of the Seasons im Team drin. Man könnte es auf 9 aufstocken. Man könnte sogar auf 10 aufstocken. Nur der Linksverteidiger, den können wir, glaube ich, nicht in Form da reinstellen. Nee, fällt mir auf die Schnelle nichts ein. So, gucken wir mal hier. 73, aktuelles Gebot 5000. Ah, ja. Gut, bieten wir hier auch mal mit. Wieso nicht? 5000 kann man mal ausgeben für ihn. Aber jetzt gucken wir mal, was der richtige Preis ist. Also 73 haben wir auf jeden Fall schon mal. Hier können wir dann vielleicht noch ein bisschen höher gehen. 73 finde ich ehrlich gesagt auch noch zu viel, weil ich meine, so ein De Gea, der kostet jetzt, glaube ich, auch nur noch 100.000 oder so. Und der hat natürlich schon bessere Werte und auch ein höheres Rating. Aber naja, wenn man halt einen Man City Link braucht, dann braucht man dann halt schon den Joe. Oder einen England Link. So, hier gibt es aber einige noch. 70 hätte ich gesehen. 70. 70, 70, 70, 70, ja, alles irgendwie 73, oh, vielleicht 69,5, vielleicht ist ja noch was dabei, ja, und sogar zwei Informs, 66 hier, läuft aber eigentlich schon 20 Minuten und wurde noch nicht weggekauft, aber ich glaube, ich kaufe den jetzt einfach, ach komm, 66 geht klar, scheiß jetzt drauf, ich hoffe mal, das ist auch wirklich sein Preis, ich kann ja mal ganz kurz gucken, Foothead sagt,
67, okay. Na gut, ist jetzt in Ordnung. Wir brauchen ihn halt, weil wir brauchen leider den City-Link. Sonst würde ich natürlich auch gerne Czech-Team of the Season reinstellen. Den haben wir ja sowieso noch im Verein rumpimmeln. Aber das geht halt leider gerade nicht, weil wir den da nicht einbauen können. So, dann kommen wir mit, lieber Herr Czech. Wir könnten natürlich auch noch... lass mich kurz überlegen. Das können wir vielleicht auch noch aufbauen. Ja, müssen wir gleich nochmal gucken. Ich laber jetzt hier ein bisschen viel rum, aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Müssen wir mal gucken, ob wir das so aufbauen. So, Keeper hätten wir. Den haben wir, den müssten wir auch haben. Den haben wir eventuell. Müssen wir mal gucken. Dann brauchen wir noch einen für die Verteidigung. Gehen wir erstmal auf die Mannschaft und machen die Jungs rein, die wir haben. Es wäre nämlich im Tor Joe Hart, den wir gerade gekauft haben. Wenn er irgendwann mal angezeigt wird, dauert hier alles mal wieder ein bisschen länger. Scheint aber, glaube ich, an meiner Connection zu liegen, die nicht ganz so super drauf ist. So, Czech, dich können wir leider nicht benutzen. Wir nehmen den Joe und dem geben wir gleich mal einen schönen Vertrag. So, komm, push dich. Na? So, Vertrag, packen wir erstmal hier normalen Vertrag drauf und dann machen wir mal weiter hier. Dann kommt nämlich, so, kommt nämlich hier in die Innenverteidigung der liebe Herr Company Team of the Season, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Linksverteidiger wird Clichy, den haben wir nämlich auch noch. Und im ZDM müssen wir noch kaufen. Hier Rechtsverteidiger müssen wir mal gucken, ob wir den noch haben. Ja, den haben wir natürlich auch noch, nämlich Ignacio Abate. Hier könnte prinzipiell auch der Jute ja Maicon hin. Haben wir nicht sogar Inform da? Nee. Hier könnte auch Maicon Inform hin. Aber ich gehe jetzt erstmal auf spielstarke Teams und ich glaube einfach, mir persönlich liegt Abate einfach mehr. Ja, wegen dem Pace. Ganz genau. Es ist tatsächlich so. Aber Maicon ist auch ein guter. So, Innenverteidigung müssen wir noch einen kaufen. Mal gucken, was der aktuell so kostet. Machen wir hier alles weg. Da wollen wir nämlich den guten Herrn Chiellini in Form hinstellen. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht allzu viel kostet. Mal gucken, was Foothead sagt. 129.000 sagt Foothead. Machen wir hier so ein bisschen hoch. Und dann machen wir hier mal 129.000. Oder machen wir 125.000. Ich erhoffe mir jetzt einfach mal, dass es einen billigeren gibt. 126.000. Na? Giorgio, wie sieht's bei dir aus? Könnte natürlich nicht ganz so pralle sein, dass ich den gerade jetzt kaufe. Ich weiß nicht, wann Serie A Team of the Season kommt. Aber wenn es kommt, dann ist, wird er natürlich droppen. Weil vielleicht ist er ja auch noch drinne dazu. Und ja, das könnte so ein bisschen das Problem sein, aber naja, ist dann halt so. So, da haben wir 120.000 gesehen, glaube ich, ne? 123, 125, 126, 120, 120. Hier zwei Stück für 120 drinne. Hier als Anker. Ja, ich würde ihn eher als Anker nehmen. Mache ich mal ganz kurz auf die Kandidatenliste, weil... Ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz ohne Filter, beziehungsweise nur mit dem... Beat-Filter, den nochmal ein bisschen höher machen, ob da vielleicht irgendwer ausläuft. Hätten wir natürlich bei Joe Hart auch mal machen können, aber naja, habe ich ein bisschen verpeilt. So, obwohl, scheiße, ich weiß gar nicht, was der kostet in Gold. Naja, aber hier sind welche. Was war der jetzt nochmal? 120. Gut, dann ist der uninteressant. Gut, die sind schon zu lange weg, also nehme ich den jetzt einfach mit für 120. Wenn er Team of the Season kommt, könnte der natürlich sehr schön droppen unter 100k oder so. Aber scheiß jetzt drauf. Ich meine, wir lieben es ja, Verlust zu machen. So, Chiellini, dann kommen wir mit, Schätzelein. Und dann machen wir uns auch schon ans ZDM. Komm. Chiellini auch am Start. Sollte eine relativ solide IV sein. Dann gucken wir hier nochmal. Joe Hart, der läuft noch 25 Minuten. Ah, vielleicht machen wir da nochmal einen Schnapper. Könnte ja sein, glaube ich mal nicht dran, aber kann ja alles passieren. Einen ZDM besitzen wir schon. Den haben wir nämlich, ja, ich würde mal sagen, Gott sei Dank nicht verkauft, sonst hätten wir jetzt nochmal kaufen müssen. So, und zwar ist das der gute Herr De Rossi. Den nehmen wir jetzt gleich noch mit in den Verein. De Rossi Team of the Season. Ja, die anderen Jungs hier, die müssen nochmal verkaufen da. So, dann gucken wir mal jetzt in der Mannschaft. Weil unseren ZM dürften wir auch haben. So, hier erstmal ZDM wird De Rossi, wie schon gesagt. 88er Team of the Season. Innenverteidigung mit dem Jutnern Chiellini. Da ist er.
So, ZM haben wir auch. Das wird dann wieder eine Goldkarte. Und zwar Marquisio. Ja, da könnte auch so einer hin wie Totti in Form. Wer könnte noch hin? Es gibt noch andere Alternativen. Aber ich will Marquisio da haben, weil ich will jetzt eher auf die Stärken achten. Und Marquisio hat mir immer saugut gefallen. Deswegen kommt er auch hier hin. So, dieses ZDM müssen wir jetzt noch besetzen und ja, ihr könnt euch denken, wir wollen dann jetzt doch mal den guten Herrn Touré Team of the Season testen. Ich hoffe mal, sein Preis ist nicht so krass gestiegen. Ich hatte leider in den letzten Tagen natürlich auch nicht die Zeit nachzugucken. Den günstigsten Preis, den wir gesehen haben bei ihm, war glaube ich 600k. Foothead sagt non. Also Foothead hat keinen Preis von ihm auf Lager. Wenn er jetzt natürlich auf einmal 700.000 kostet, wäre es natürlich ein bisschen ärgerlich, aber... Könnte ich dann natürlich erstmal nichts gegen machen. Machen wir hier so 650k rum. Ich weiß echt überhaupt nicht, wie viel er kostet. Wenn jetzt schon welche angezeigt werden, bin ich schon mal einigermaßen zufrieden, weil dann ist er auf jeden Fall nicht mehr als 89k gestiegen. Das wäre schon noch in Ordnung. Scheiße, ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Alter, ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Der war auf 600k. Und ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Aber dann habe ich das natürlich wieder in meinem Kopf weggeschoben, sozusagen. Oh, ja, da kommen dann welche. 709. Na, 690 vielleicht. Wir können natürlich auch erbieten. Ist natürlich trotzdem nicht so hübsch. Hätten wir einen für 600 mitnehmen können damals. Ist ja gar nicht so lange her, wo wir da nachgeguckt hatten. So, hier gibt es den günstigsten SK für 695. Ist zwar ZOM, aber ich meine, kann man ja umstellen. Oder wie viel ist der andere? 700? Nee, dann können wir es auch selber umstellen. Na, hallo? Hallo? Ja, hier sieht man auch, die meisten finden es wahrscheinlich zu schade, den als ZDM zu spielen. Deswegen hier ZOM, Stürmer, ZM, alles Mögliche dabei. Ich denke, wir werden ihn auch nochmal auf anderen Positionen testen. So, den machen wir auf die Kandidatenliste. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier mit dem Bieten aussieht, mit dem lieben Herrn Touré. Da ist der Jaja und dann machen wir hier den Mindestpreis auf 200k oder so. Oder ich mache vielleicht dann nochmal ohne Filter. Weil ich glaube, wenn man den Mindest-Sofortkaufpreis-Filter nimmt, Mindest-Beat-Preis-Filter nimmt, zeigt er manchmal nicht alle an. Das wollen wir natürlich verhindern. So, 977 ist natürlich nicht interessant. Das genauso wenig. 735. Da war doch eben einer für 690 bieten. Und der war doch nicht so weit weg, oder? 665 hier. Problem ist einfach nur, das dauert noch zu lange. Da ist dann natürlich die Frage, ob ich eventuell cutte. Und hier ist nämlich auch einer für 608. Na gut, das geht aber noch eine Stunde. Das ist vielleicht ein bisschen zu lange hin. Also hier würde ich ehrlich gesagt schon ganz gerne mitbieten. 665, ja. Was haben wir hier noch so? 600.000. Ah, ich guck mal ganz kurz bei UTT. UTT14.com. Komm, push dich. Irgendwann wird es hier auch nochmal was. So, UltimateTeamTrading.net. Und jetzt gebe ich mal hier den dicken Touré ein. Und guck mal. Weil nicht irgendwie, dass der Preis eigentlich auf 650 ist oder so. Ne, das glaube ich zwar mal nicht, aber... nicht, dass wir jetzt irgendwas überteuert, sehr überteuert kaufen. So, hier steht schon mal billigster Sofortkauf 720. Das stimmt schon mal überhaupt nicht, aber okay. Und Preisverlauf, ja gut, Preisverlauf kannst du haken. Scheint hier auch zu hängen. Gut, nee, also UTT können wir uns dann auch mal in die Haare schmieren. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz alle Filter raus, wie ich eben schon meinte. Und gehe dann nochmal kurz durch. Ich denke mal, ich werde den Offscreen erbieten und ihr seht ihn dann einfach das nächste Mal. Ist ja auch eigentlich Latte, wir müssen den ja jetzt nicht direkt hier kaufen. So, WhatsApp spackt ein bisschen rum. Mal kurz lautlos, so sind wir lautlos. So, da läuft einer aus, 977, nicht interessant natürlich. Machen wir hier weiter, läuft auch nichts Interessantes aus. Komm, push dich mal hier, nochmal weiter. Na, komm, pushen hier, so. Auch nicht interessant. Wie lange läuft das jetzt schon? 10 Minuten sind wir schon. So, hier läuft einer. 348, normaler. 814, auch nicht interessant. Hier 708, das ist der günstigste. Ne, der günstigste SK war 695, ne? 690, das war der nämlich, den ich meinte. In 15 Minuten. Mach ich auch mal kurz auf die Kandidatenliste.
690. Oh, ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Vor allem, wenn der eine da für 600, was? 660, glaube ich, ausläuft. Also, er läuft aktuell so. Es kann natürlich sein, dass kurz vor Ende dann wieder die ganzen Leute ankommen und dann schön drauf ballern. Und dann geht das Ding wieder für 695 weg oder so. Das kann natürlich auch immer sein. So, hier als Stürmer 700k direkt. Ist tatsächlich nochmal um echt 100.000 gestiegen. Ich wollte ihn für 600k mitnehmen, aber ich habe es natürlich mal wieder auf die lange Bahn geschoben. Und ja, da bist du dann auch selber schuld, Massive. So, eine Seite gehe ich jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir das Teambuilding erstmal zu Ende. So, da hätten wir noch einen 831. Jetzt gucken wir nochmal auf die Zeit. Halbe Stunde, okay. Ich werde den Offscreen kaufen. Und jetzt machen wir erstmal provisorisch in die aktive Mannschaft den Jutenherrn Touré, aber in Gold. Damit das alles passt, trotzdem. Da kommt dann, wie gesagt, auf jeden Fall der Team of the Season rein. Ich werde mir halt nur erbieten. Ach, ist der doch ZDM? Ich dachte, der wäre ZM bei uns. Nee, ist ZDM, okay. So, Touré hierhin. Dann, auf dem linken Flügel wollen wir spielen. Eigentlich würde ja jetzt hier hinkommen Lavezzi, Ibra, Lukas. Allerdings erhoffe ich mir, dass das französische Team of the Season bald rauskommt. Dann kommt nämlich hier Lavezzi Team of the Season hin, der 100 Pro einbekommt. Dann hoffe ich, Lukas bekommt einen Team of the Season, der kommt dann hier hin. Und Ibra hoffe ich auch, dass er ein Team of the Season bekommt. Muss er eigentlich bekommen, also der kriegt auf jeden Fall einen. Der kommt dann hier vorne rein. Und ja, das machen wir dann aber. Weil es wäre jetzt Schwachsinn, hier einen Lavezzi in Form zu kaufen und hier einen anderen Ibra in Form, wenn jetzt bald das Team of the Season Frankreich kommt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, jetzt einfach mal hier vorne noch was anderes zu testen. Nämlich hier vorne wird dann hinkommen der liebe Herr Marco Reus. Und ja, dann müssen wir da vorne natürlich noch was aufstellen. Ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich denken, wer auf den einzelnen Positionen steht. Kandidatenliste können wir nochmal kurz vorbeischauen. Da ist nämlich irgendwas passiert. Ach so, ah hier, 695k Touré weggekauft. Alles klar, scheint so ein bisschen sein Preis zu sein anscheinend. Hier ist jetzt auch 665er Gebot drauf. Ja, vielleicht kriegen wir den hier sogar noch im Let's Play. Ich glaube, ich biete jetzt einfach 690.000. Na, ich warte nochmal, 13 Minuten noch. Dieser Schätzelein läuft noch 16 Minuten. So, Transfermarkt. Dann kaufen wir jetzt erstmal unseren rechten Flügel. Und das soll nämlich der liebe Herr Obama werden. Pierre-Emerick Aubameyang. Ich mache jetzt einfach mal Qualität Gold und Position RM. Ja, oder rechter Flügel. Da müssen wir alles mal so ein bisschen durchtesten. Suchen wir jetzt erstmal rechter Flügel. Dann gucken wir erstmal, wie da die Preise so sind. Dann filtern wir das alles mal ein bisschen. 82er ist der richtige, oder? Ich gucke lieber nochmal. Aber müsste so sein. Ja, 82er ist der richtige. So, hier 130. Aber 108 Gebot. Dann ist der 100 Pro da drunter, oder? Ja, 115, 108 Gebot hier. Ja, läuft nur 1 Minute 36, müsste ich mich jetzt ein bisschen beeilen. 108, mal hier oben als Filter einstellen schnell. Ich muss natürlich auch noch RM gucken. Das gehört natürlich auch noch dazu, weil da könnte es natürlich auch noch günstigere geben. So, machen wir hier aber erstmal 108 und dann machen wir da unten nochmal einen Deckel rein. So einige, ach scheiße, ist auch kacke. Werden mir wahrscheinlich eh noch genug erste Informs angezeigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel er kostet. So. Da ist ein einziger für 107. Gerade draufgegangen anscheinend. Machen wir ganz kurz auf die Kandidatenliste. Allerdings filtern wir jetzt natürlich nochmal nach RM. Weil da können es natürlich, oder rechter Stürmer können wir natürlich auch nochmal filtern. Da gibt es schon mal keinen. Aber RM gibt es bestimmt noch einen, oder? Ja. Aber nur den ersten in Form. Okay, gut, dann könnte das vielleicht tatsächlich der günstigste Preis sein. 107.000. Mal hier ganz kurz alles raus. Mal hier kurz alle. Alle. Mal hier nochmal ein bisschen den Filter runter auf 80.000, 110.000. So filtern wir jetzt nochmal. So, da finden wir jetzt hier noch 110.000, aber aktuelles Gebot 65. Ja, da müssen wir vielleicht auch mal mitmachen. Na komm, push dich mal. So, auf die Kandidatenliste. Dann hätten wir hier 107, den habe ich ja drauf gemacht. 110. Okay, 107 scheint aber wirklich sein Preis zu sein aktuell. Ja, das müsste sein Preis sein. Ich denke mal, auch bei ihm werden wir nochmal wo mitbieten. Machen wir hier, na. Ja, alles klar, FIFA. Ist gut, ich suche nochmal neu.
So, dann machen wir hier nochmal alles weg und dann gehen wir hier nochmal auf den Aua. Jetzt habe ich mir wehgetan. So, Aubameyang. Machen wir den Mindestpreis hier nochmal ein bisschen höher, damit wir die goldenen so ein bisschen rausfiltern. Dann gucken wir mal, ob da vielleicht noch was zum Bieten ausläuft. So, machen wir hier 44k, das sollte schicken. Komm, pushen. So, und da läuft jetzt hier einer aus für... Ja, nicht interessant, nicht interessant. Schon eher interessant, aber jetzt auch nicht so interessant. Da kann ich auch einen für 107 kaufen. 130, 122, da seht ihr auch schon wieder. Das stimmt schon wieder hier nicht, oder? Obwohl doch, 19 Minuten könnte klappen. 198. Eben haben wir irgendwen noch auf die Liste gemacht, der unter 100.000 war. Der wird hier nämlich zum Beispiel wieder nicht angezeigt, warum auch immer. 109, 105, 100. Ja, das ist aber noch ein bisschen zu lange hin. Hier aktuelles Gebot 113.000, okay. Nee, ich glaube, ich werde mal auf diesen hier noch warten, auf das Schätzelein hier. So, der hier läuft noch 13 Minuten. 13 Minuten, okay. Der hier läuft noch 9 Minuten. Der hier läuft noch 15 Minuten. Ja, ich glaube, diese 15 Minuten hier werden wir auf jeden Fall noch mit warten. Die wird das Video wird wahrscheinlich noch diese 15 Minuten dauern. Jetzt haben wir es langsam mal. So, und das ist der billigste SK gewesen. Alles klar. Gut, dann werden wir Aubameyang auch noch ein bisschen beobachten und werden jetzt den Stürmer kaufen. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wer da steht, nämlich Lewandowski. Ich gebe ihm wieder eine Chance. Ich habe ihm ja eigentlich schon so viele Chancen gegeben, aber irgendwie hat er mich nie überzeugen können. Aber vielleicht diesmal. Als Team of the Season Lewandowski. Ich meine, wir hatten ja den zweiten Inform, wir hatten den normalen Lewandowski. Und er wollte mich nie überzeugen. Aber wie gesagt, vielleicht jetzt der Team of the Season. Im letzten Video haben wir, glaube ich, schon nach seinem Preis geguckt. Da war, glaube ich, so auf 600.000. Gucken wir mal, ob das immer noch der Fall ist. Oder ob er vielleicht noch ein bisschen günstiger geworden ist. 600.000, gucken wir mal rein. Oder teurer, kann ja auch sein. Ne, hier gibt es welche. 592, 592, 600, 598, also 592, boah, hier kommen ja nochmal ganz viele, 599, 589, 589 anscheinend der günstigste aktuell, sind das hier irgendwie alles die gleichen Anbieter, weil die so kurz hintereinander sind, Mertesacker, die anderen werden nicht angezeigt. Die anderen Namen von den Vereinen, weil der da irgendwie noch 1000 Jahre lädt. Aber es sind anscheinend unterschiedliche Vereine. Ja, gut. Dann machen wir 589. So, 589. Das dürfte dann der günstigste SK sein. 590 gibt es aber auch. So, ist er... frisch ist er leider nicht. Aber naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir können ja nochmal gucken. Vielleicht ist ja der 590er frisch. Dann mache ich eher den auf die Kandidatenliste. Den Taui würde ich dann sogar für frische ausgeben. Hier ist nämlich noch einer. Der hier nämlich. Und der ist aber auch nicht frisch, also ist es Latte. Gut, jetzt gucken wir nochmal nach Bieten. Weil den könnte man eventuell auch erbieten, den Robert. So, Lewandowski, da hätten wir ihn. Und dann machen wir mal hier Mindestpreis. Ich weiß gar nicht, was seine Goldkarte so kostet. Aber 100.000 müsste in Ordnung sein. Und dann machen wir wahrscheinlich auch nochmal ohne Preis. Aber erst nochmal so hier. 105.000 Mindestpreis. Und dann gucken wir mal. Da hinten hätten wir schon mal welche. So, 16 Minuten. Das ist eigentlich noch ein bisschen zu lange. Hm. Das glaube ich auch irgendwie nicht. Ich glaube einfach, dass jetzt eigentlich schon welche auslaufen müssten. So, der ist natürlich für mich schon mal ganz interessant, weil vielleicht werde ich den auch nicht direkt kaufen. 550 auch interessant. Halbe Stunde. 618. Nicht so, hier ist noch natürlich ganz interessant. Und ja, das sind wir jetzt schon bei einer Stunde. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das stimmt. Deswegen mache ich hier nochmal alles weg und suche nochmal ohne Preisfilter. So, da suchen wir nochmal den Robert. Robert, was sagst du? 575, ja, hier zum Beispiel. Da wäre schon einer. Ich würde sogar fast sagen, dass 575 relativ in Ordnung ist. Hm. 575. Was sagt ein Foothead eigentlich? Foothead sagt 900.000. Ja. Okay, Foothead, du hast komplett recht. So, aber hier sieht man schon, es gibt nämlich viel mehr. Hier 540. Komm, das ist doch einer, wo wir mitbieten können. Sehr schön.
Weil das geht gar nicht. Dieser Beatpreisfilter, den sollte man nicht nutzen. Weil da werden irgendwie total viele nicht angezeigt. So, hier nochmal 620, 7 Minuten. Gucken wir nochmal bis 10 Minuten rum, ob wir vielleicht da noch einen haben, falls wir den einen jetzt nicht bekommen. 590. So, nochmal eine Seite. Nochmal eine Seite. Nochmal eine Seite. Und jetzt, hier haben wir noch einen, den gucken wir uns nochmal an. Aber der ist auch nicht interessant. Alles klar. Das, was wir jetzt auch nochmal machen werden, ist Aubameyang hier einzugeben, weil vielleicht sind da nämlich auch noch andere drinne, die mir auf die Schnelle nicht angezeigt wurden. Das ist natürlich scheiße bei so kleinen Spielern, ohne Filter zu suchen, weil da gibt es halt einfach zu viele von. Hier sieht man, hier sind wir gerade mal bei einer Minute, aber das hier, aus diesem Grund, weil es gibt 100 Pro noch einige, die mir nicht angezeigt wurden, wo ich eventuell mitbieten könnte. So, nochmal weiter hier, wo sind wir jetzt bei welcher Minute? 2,5 Minuten. So, gehen wir nochmal ein bisschen durch. Vielleicht kommt hier nochmal irgendwas. Aber ansonsten müssen wir gleich mal auf die Liste schauen. So, Lewandowski 600.000, Touré 700.000. Dann noch Aubameyang. Ja. Billig ist die ganze Chose hier nicht, aber naja, wenn es sich ordentlich spielen lässt, ist ja gut. Wovon ich jetzt aber noch nicht ausgehe. Weil wie gesagt, das liegt jetzt gar nicht so an den Spielern, sondern eher, dass ich mit der Formation irgendwie in den, auf PS4 nicht klarkomme. Aber vielleicht muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Das wäre vielleicht mal, ja, besser, wenn ich mich da dann so ein bisschen pushe und dran gewöhne. So, gibt's hier auch noch nichts. Hier vorne auch noch nichts. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt aber da mal rausgehen. Gehen wir jetzt mal auf die Beobachtungsliste. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Touré, Aubameyang und Lewandowski. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier in der Reihenfolge haben. Na? 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 So, der Lewandowski ist schon mal ausgelaufen. Nicht mitgenommen für 575.000. Das ist schon mal eine Ansage. Also das heißt für den hier nicht unbedingt mehr als 570. So, der läuft noch 7 Minuten, also der nächste, der ausläuft, ist Lewandowski. Der auch noch 3 Minuten, oh shit, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, fuck. Erhoffe ich mir den hier oder nehme ich den hier mit? Touré würde ich eigentlich gerne nochmal ganz schnell nachgucken, habe ich noch Zeit, 2 Minuten. Ui, das wird eng, Alter. Den Lewandowski, den will ich nämlich auf jeden Fall nicht verpeilen. So, Touré, komm nochmal ganz schnell. Ja, ja, Touré, nochmal schnell die Filter hier reingeballert, komm, pushen, pushen. Alter, wenn ich den jetzt verpasse, dann werde ich sauer. Aber es müsste eigentlich drinne sein. So, nehme ich nochmal ganz schnell gucken, ob Touré vielleicht gerade noch ein günstigerer SK drinne ist, bevor ich da jetzt 690 biete. Vielleicht ist ja jetzt gerade einer für 680 SK drauf. Es kann ja alles sein. Und deswegen gucke ich da ganz gerne kurz bevor ich biete nochmal nach. Und da hätten wir keinen. Okay, gut. Jetzt ganz schnell wieder hier auf die Beobachtungsliste. So, Lewandowski 540, eine Minute. Alles klar. Lewa, 541, gib ihm. So, der ist auch anscheinend kein Bitbumper, das heißt, da müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Und den hier 690. Ja, ich glaube, wir nehmen einfach mit, oder? Wie viel war nochmal Sofortkaufpreis bei Touré? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube 700 rum, ne? 695, genau. Ja gut, dann ist das jetzt eigentlich nicht so ein super Preis, den er da hat. 543, aufpassen, dass kein Bitbumper wird. Dann hat er jetzt gar nicht so einen super Preis. Ich glaube, da warte ich dann lieber beim Touré nochmal kurz und erhoffe mir einen günstigeren. 548. Mal ein bisschen höher bieten. Ah, ich kann es mir jetzt eh schon vorstellen, der geht hier, weil der andere will den natürlich auch 100 Pro haben. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass der jetzt erstmal direkt über die 575 geht, wo ich eben den Lewandowski hätte mitnehmen können. Wäre natürlich mal wieder sehr ärgerlich, aber ich glaube, dann werde ich auch Lewandowski offscreen kaufen, falls das passieren sollte. Ich werde jetzt auf jeden Fall bis 570 oder so mitgehen. So, 560. Ich mache jetzt auch große Schritte, also ich mache das extra, um den Gegner vielleicht ein bisschen abzuschrecken hier. Klappt aber, glaube ich, nicht so ganz. Er geht nämlich jetzt auch schon die großen Schritte. Ja, er geht jetzt auch die großen Schritte. Ich würde sagen, 575 biete ich jetzt hier auch. Hätte ich den einen eben auch bekommen. Wenn ich ihn jetzt für 575 kriege, ist okay. Wenn nicht, dann kann er den hier jetzt gerne haben. Weil dann will ich ihn nicht mehr haben. 575 ist letztes Gebot von mir. Und ja,
Vielleicht kriege ich ihn jetzt hier anscheinend auch. Nee, er geht echt noch auf 580 hoch. Ja, da seht ihr das. Ist immer zum Kotzen. Deswegen, wir sollten der Erste sein vielleicht, der mal bietet. Hier dieser Lewandowski. Ja, hier, den habe ich jetzt eigentlich runtergeschmissen. Macht er aber nicht so ganz. Gehen wir hier nochmal zurück. Ja, Lewandowski überboten, alles klar. Gehen wir nochmal zurück. So, ab auf die Kandidatenliste. Dann schauen wir jetzt hier nochmal nach. Den Touré habe ich jetzt, glaube ich, auch auslaufen lassen. Da werden wir irgendwen anders bekommen. Oder der läuft gerade aus. Ja, da werden wir aber auch einen anderen bekommen. Weil ich meine, der geht hier auch komplett ohne Gebot raus. Und das heißt schon, dass er jetzt nicht so interessant ist. Was ist hier mit dem los? Ja, hier können wir mal ein bisschen höher gehen. Mit dem Joe Hart. Gehen wir mal hier gleich auf 14.250. So, dieser Touré kann weg. Wie lange läuft der hier noch? So, Joe Hart haben wir hier Gebot drauf. Wie lange läuft Aubameyang noch? 6 Minuten. Ich glaube, den Aubameyang nehmen wir noch mit. Der hier läuft noch 21 Minuten. Das werdet ihr nicht mehr mitbekommen. Genauso wie die Lewandowskis. Ja, das ist hier sein günstigster SK. 589. Den können wir aber eigentlich runter machen. So, der hier ist auf... Ja, das ist auch nochmal hier bieten. Hier ist auch nochmal bieten plus der günstigste SK. Gut, gucken wir mal, was hier noch läuft. 3 Minuten. Und ja, ich denke, Aubameyang werdet ihr noch erleben. Ich glaube, so lange warten wir jetzt einfach nochmal. Und Touré, gucken wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen rum. So. So, Transfermarkt, Schätzelein. Und gucken wir hier nochmal nach Touré. Filter sind ja noch drinne. Lewandowski würde ich natürlich auch ganz gerne nochmal gucken. Der hat ja circa den gleichen Preis. Da können wir eigentlich auch gucken. Können wir hier nochmal ein bisschen runtergehen im Preis und dann einfach Lewandowski reinmachen. So. Machen wir hier mal 590. 590 und machen wir hier, na, hier oben Lewandowski rein. So, da ist der Robert und dann gucken wir mal. Vielleicht ist ja nochmal was hinzugekommen. Hier sind noch 589, 590. Immer noch die gleichen. Okay. Also da noch nicht unbedingt. Da machen wir jetzt hier nochmal ein Touré rein und gucken mal, ob da noch irgendwas ausläuft. Ich denke mal, bis spätestens nächstes Gameplay werde ich dann alle Spieler in den richtigen Farben auch da haben. Müsste eigentlich so sein. So, 803 Minuten noch. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nochmal... Na gut. Ich habe ja noch welche auf der Beobachtungsliste. Da muss ich halt ein bisschen warten. Und ich hoffe mal, davon kriege ich dann auch irgendeinen. So, hier nochmal weiter. Läuft keiner mehr aus hier, oder was? Sind schon bei 17 Minuten, hä? Kann doch nicht sein, oder? Ein bisschen verwunderlich irgendwie, dass hier anscheinend kein Team of the Season mehr ausläuft. Und irgendwie auch kein Inform. Ist jetzt schon bei einer halben Stunde. Es ist mir jetzt schon wieder ein bisschen suspekt. Ich glaube, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Das kann irgendwie auch nicht so ganz stimmen. Ich gebe jetzt hier nochmal ganz schnell den Lewandowski ein und gehe dann mal ganz schnell nochmal auf die Beobachtungsliste. So. Beobachtungsliste, weil Joe Hart wurde hier nochmal überboten. So, mal gucken. Wie viel haben wir denn gekauft? 66k, ne? Jetzt hier nochmal ein bisschen was drauf hier auf die Schoße. 24,5 oder so was. So. Ja, den werden wir wahrscheinlich eh nicht zu einem... Na? Achso, wurden wir gleich wieder überboten. So, 30... Na, stopp! Habt ihr das gesehen hier schon wieder? Scheiß Drecks-FIFA. Ging der Filter automatisch hoch, ohne dass ich gedrückt habe. So, hier schon wieder überboten. Ja, das wird wahrscheinlich eh nichts wert. Ich mache hier gleich mal 40.000... Na, jetzt... Seht ihr das? Der geht hier alles einfach mal eiskalt hoch, der Filter. So, 43... Alter, wie er eiskalt immer gleich wieder drüber geht. So, machen wir noch 50. Na, Alter. So, machen wir hier 51,5. So. Na, wie sieht es hier mit dem Obe aus? 2 Minuten, gut, da sind wir gleich auch noch dabei. So, da können wir hier nochmal ein bisschen bieten. 57,5. Direkt 58,5. Gut, und jetzt, ah ne, jetzt ist für mich nicht mehr interessant. Kann ja einfach runter. So, 59,5 da schon. Ja, es, manchmal lohnt sich bieten echt nicht, weil die Leute halt echt übertreiben. So, günstigster SK war 107. Können wir vielleicht nochmal ganz schnell gucken, ob noch was günstigeres drin ist oder... Ne, ich glaube, wir bieten hier einfach mit dann und gut ist die Sache. Touré, müssen wir mal gucken.
666.000 können wir hier vielleicht gleich mal drauf buttern. So. Und hier Aubameyang können wir auch mal gleich andeuten, dass hier noch wer mit am Start ist. Damit er gleich weiß, was Sache ist. So, Lewandowski, 501, auch 18 Minuten. Auch hier können wir dann direkt nochmal drauf gehen. Ja, das Problem ist immer bei so Leuten, die so günstig drin sind. Da sind einfach viel zu viele Leute am Start, die da gerne mitmachen wollen. Und deswegen laufen die meistens zu scheiß Preisen aus. Meine Hoffnung ist dann eventuell dann den hier noch mitzunehmen für 550. Hier ist nochmal einer für 500 in 40 Minuten. Ja, ich denke mal, bis zum nächsten Mal sollte ich auf jeden Fall dann alle in der bunten Farbe haben. Ja, ich wollte eigentlich hier auf den Lewandowski, aber da darf ich irgendwie nicht draufklicken. Hier auf den auch nicht. Doch, jetzt darf ich drauf. Der ist sogar frisch hier. Oh, ganz hübsch. Der hier wahrscheinlich nicht. Nein. So, Aubameyang, wie gesagt, den machen wir noch zusammen. Und ja, den Rest kaufe ich dann offscreen. 88k hier. Ja, ist nicht mehr verfügbar. So, schon 92, machen wir 94. Na, nicht mehr verfügbar. 94,5, machen wir 96. Nicht mehr verfügbar. Ja, hier an dem Aubameyang sind anscheinend auch einige dran, leider. So, 101.000. Der war auf 107. So, 102.000, 103.000. Ah, der ist hier auch schon direkt rechter Flügel. Ja, ich glaube, ich scheiße hier einfach auf den. Außer ich kriege ihn jetzt für 103. Dann ist auch okay. Ist jetzt bestimmt schon ein günstigerer wieder drauf auf dem Markt. Catalyst, warum? Tempo und Pace. Tempo und Pass. Ja, Pass okay, aber Tempo muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Aber naja, ist okay. So, kriegen wir den jetzt oder nicht hier? Na? 23 Sekunden left hier. Obama, willst du noch uns besuchen kommen? Ich glaube, er hat schon Lust. Ja, 103, na gut, geht er jetzt hier noch drüber. Ach komm, Kollege, Alter. 105, aber das ist dann echt das letzte Gebot. Danach gucke ich, weil vielleicht gibt es schon einen günstigeren Sofortkauf wieder. So, 105 ist echt das letzte. Vielleicht hat er eben nochmal schnell geguckt, ob es noch einen günstigeren Sofortkaufpreis gibt und hat deswegen nicht geboten. Oder er steht einfach drauf, in den letzten Sekunden zu bieten, was ich einfach nur abnormal hasse. Aber ich meine, das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das macht. Es zieht halt einfach alles immer nur in die Länge. Weil der scheiß Zeitfilter dann immer wieder auf 30 Sekunden hochgeht. So, den scheinen wir aber hier für 105.000 mitgenommen zu haben. Alles klar, dann können wir den hier runter machen. So, von der Kandidatenliste löschen. Den hätten wir, dann nehmen wir dich gleich mal mit hier, Obama. Na komm. Hast du keinen Bock? Doch, hast du. So, Aubameyang. Und dann stellen wir die Jungs, glaube ich, auch direkt nochmal um. Richtige Positionen und so. Sieht einfach hübscher aus. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ich glaube, mit richtigen Trainern würden wir es auch so hinbekommen. Aber wir stellen die jetzt einfach mal um. Dann können wir wenigstens unsere Karten mal nutzen. Die anderen brauchen ja eh noch ein bisschen auslaufen. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, jetzt noch nicht so die Gedanken machen. Hier Kandidatenliste. Können wir noch kurz drauf gucken. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Wie lange ist es noch? Nee, Viertelstunde wird das Video jetzt nicht mehr gehen. So, hier ist auch nochmal gleich ein Gebot drauf. Können wir gleich nochmal auf 510 gehen. Und ja, dann gucken wir mal. Bin mal gespannt, für wie viel ich die beiden bekomme. Am Ende werde ich wahrscheinlich eh den Sofortkaufpreis zahlen, weil ich angepisst bin und keinen Bock mehr habe. So, jetzt machen wir aber hier das Team nochmal halb fertig. Ein Spieler fehlt dann noch. Da müssen wir halt noch bieten. Aber hier kommt schon mal der Aubameyang rein. Na, da ist er. So, und er wird von mir direkt jetzt nochmal einen rechten Flügel kriegen. Stellungsspiel, rechtes Mittelfeld, rechter Flügel. Wo bist du? Rechtes Mittelfeld, rechter Flügel. Da haben wir es. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal auf den Reus. Der kriegt nämlich auch noch den linken Flügel. Na, bin ich da schon vorbeigegangen? Ja, linkes Mittelfeld, linker Flügel. So, und ja, dann fehlt nur noch vorne drinne der UTR Lewandowski Team of the Season. Und hier kommt halt Touré Team of the Season hin. Und dann steht wieder das gute alte First Team. Was haben wir da eigentlich immer für Manager gemacht? Am besten wäre wahrscheinlich ein Italiener, der die Bundesliga supportet. So, das wäre dann... Haben wir sogar. Sehr schön. Ja, perfekt. Besser geht's nicht. Weil wir haben halt viele Italiener und Bundesliga da vorne. Ach, eigentlich wäre noch besser ein Italiener, der die Premier League supportet. Fällt mir gerade so auf. Ja, das wäre eigentlich nochmal um einen Ticken besser. Das ist jetzt die Frage.
Geben wir dem jetzt. Haben wir nicht sogar noch einen Italiener Premier League? Nee, ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Aber vielleicht können wir hier noch einen umstellen. Ja, den hier hatte ich, glaube ich, immer genutzt im dem Ibra-Team. Ich glaube, wir nehmen mal den und stellen den mal um. Manager-Objekt anwenden. Mal hier nochmal Manager-Liga drauf. Und dann packen wir hier mal die Premier League drauf. So, ich glaube, das ist das Schlauste. Weil dann haben nur da vorne die Jungs keinen Push sozusagen. Aber die kommen ja trotzdem auf ihre neuen Chemie. Aber dafür haben hier hinten alle 10 Chemie. Ist schon mal ganz hübsch. So, ja, ich würde aber sagen, ich beende das Video jetzt. Hier vorne, wie gesagt, kommt noch Lewandowski rein. Dann haben natürlich alle volle Chemie. Auch Marquisio, weil Marquisio einen perfekten Link von Chiellini bekommt. Dadurch werden 2 tote Links wieder wettgemacht. Und noch einer wird von De Rossi wettgemacht. Der nämlich. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Ist dann doch nur ein Team geworden, aber wir haben halt ein bisschen länger gebraucht, weil ich meine, bei so Leuten wie Touré, Lewandowski, da musst du halt schon ein bisschen drauf achten, dass du vielleicht nicht ganz zu viel ausgibst. Aber, ach du Scheiße, das Video ist schon wieder so lang. Ich muss dran denken, dass ich hier aktuell noch in Deutschland bin und hier kann ich einfach nicht so schnell hochladen. Eieiei, ja, ja, Massive, Junge. Naja. Ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.